Wir würden gern mit euch noch eine Übung jetzt machen. Und zwar geht es nochmal darum, dem auf einer ganz körperlichen Ebene über die Aktivierung verschiedener Nerven den bauchseitigen Vagusnerv zu aktivieren. Der steht für Entspannung und soziale Zugewandtheit. Und ich schalte mich mal wieder drauf. Ich werde die Übung vormachen. Zack, zack. Jetzt seht ihr mich wieder, gell? Mhm. Genau. Ja, ich erkläre nicht so viel medizinisch. Durch die verschiedenen Augenmuskeln, die wir jetzt gleich benutzen, und den Kopfwendermuskel, werden einfach verschiedene Nerven benötigt. Und wenn wir die aktivieren, indem wir die Dinge einfach tun, dann wird der bauchseitige Vagusnerv aktiviert. Die Übung kommt von einem Buch, das heißt Der Selbstheilungsnerv von Stanley Rosenberg. So eine Grundübung darin. Und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, und ich mache auch mit, dann können wir das gemeinsam tun. Also im ersten Schritt geht es darum, mal den Kopf zu einer Seite zu drehen, so weit wie es dir bequem möglich ist, ohne den Kopf nach hinten zu kippen. Also nur drehen und guck mal, wie weit der Kopf sich drehen lässt, bequem drehen lässt. Und merk dir die Stelle, wo der Kopf jetzt ist oder was du einfach gerade im Blickfeld hast. Dann entspannen wir den Blick wieder nach vorn zur Mitte. Dann zur anderen Seite den Kopf drehen, so weit wie es bequem möglich ist, ohne den Kopf zu kippen. Und du merkst dir wieder, was du alles im Blickfeld hast. Und nach vorn zur Mitte zurück entspannen. Genau. Bei der Übung, die wir jetzt dann gleich machen, das war jetzt so ein Vorcheck, nachher werden wir dann einen Vergleich nochmal machen. Bei der Übung kann es sein, dass durch die Entspannung der Blutdruck so ein bisschen absinkt. Von daher leg dich vielleicht jetzt auch hin oder mach es dir so bequem, ja, dass du keine Angst haben musst, dass der Schwindel dich irgendwie aus den Latschen haut. Es muss auch nicht auftreten, aber es kann auftreten. Wenn ihr Fragen habt, die Kerstin macht jetzt besser nicht mit, dann könnt ihr zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, die Kerstin einfach im Chat fragen und ich mache die Übung mit euch. Wir falten die Hände ineinander und legen die hinten in den Nacken. Jetzt bleibt der Kopf ganz gerade, entspannt. Und entspannt sich nach hinten in die Hände. Und die Augen gehen nach links, soweit es geht, und bleiben dort. Und die Kerstin gibt uns dann irgendein Zeichen, wenn eine Minute vorbei ist. Wir gucken, soweit es geht, mit den Augen nach links und spüren dabei die Anspannung der Augenmuskeln. So weit nach links schauen, wie es möglich ist. Noch 15 Sekunden. Und langsam. Und die Hände bleiben, wo sie sind. Der Blick geht wieder geradeaus. Und zur Ruhe kommen. Wie gesagt, es kann sein, dass jetzt ein klein bisschen das Gefühl von Schwindel auftaucht. Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, dann schreib es gerade in den Chat. Die Kerstin ist da. Ich entspanne mich hier noch einen kleinen Moment. Und dann den Blick nach rechts. Der Kopf bleibt entspannt geradeaus, spürbar an den Händen, aber die Augen gehen, soweit es geht, nach rechts. Auch wieder eine Minute. Die Kerstin gibt uns so ein bisschen die Zeitinformation. Spür die Anspannung der Augenmuskeln.
Jetzt ist Halbzeit, noch mal so lang. Und noch 15 Sekunden. Und die Augen wieder nach vorn zur Mitte nehmen. Nicht wundern, es kann so ein ganz klein bisschen schwindelig sich anfühlen. Du kannst auch die Hände jetzt lösen. In die Ferne blicken, irgendeinen Punkt weit weg von dir für die Orientierung verwenden. Ja, und jetzt möchte ich dich einladen, erstmal zu spüren, was da alles in deinem Körper für Reaktionen und Bewegungen da sind. Und gib dir Zeit. Egal, ob du das jetzt als positiv oder negativ bewertest, guck einfach mal, was da in deinem Körper jetzt gerade alles abläuft.